Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Und ja, heute seht ihr hier schon die bald hin von Match Attacks 1516. Also, heute wird es ein Retro-Unboxing geben. Ist zwar noch nicht so lange her, also 3 Jahre, aber trotzdem. Also, ich wollte schon lange so eine Tin haben. Also, ich habe schon viele Tins, aber eine bald hin habe ich bis jetzt noch nicht geunboxed. Ich finde die richtig nice hier. Ich schau mal, ob ich vielleicht noch die Champions League bekomme. Das sieht auch geil aus. So ein Champions League Ball. Ja. Es wird sogar noch ein Retro-Unboxing kommen, aber das kam leider noch nicht. Das müsste die Woche noch kommen. Und ja, der sieht richtig nice aus hier. Hier seht ihr 15, 16. 60 Karten, eine limitierte Karte in Gold, Silber oder Bronze. Ja, dann würde ich mal sagen, kommt jetzt erstmal das Intro und dann bis gleich. So, ja, heute eine richtig geile Bald hin hier auf meinem Kanal. Das war auch noch nicht hier. Auf meinem Kanal natürlich. Ja. Ich denke mal, wir machen jetzt hier mal die Schutzfolie ab. Mal gucken, ob ich die auch so abbekomme. Oh. Einwandfrei. Einfach hier mal den Müll damit. Also draufstehen tut hier nicht mehr, was kostet, oder? Nee. Ah, hier steht sogar drauf. Goldene limitierte Karte. Eine in 8 Tins, silberne limitierte Karte, eine in 4 Tins, bronze limitierte Karte, 5 in 8 Tins. Ah ja. Also ich hoffe, dass wir eine goldene bekommen. Das wäre richtig nice. Ja. So. Dann machen wir die mal auf. Oh ja. Also was für ein Pack. So. So, wir wollen ja noch nicht sehen, was drin ist. Also ihr seht hier, der ist einfach nur für die Karten hier reinzustellen. Dann machen wir sie wieder zu. Hier drin ist gar nichts. Ich finde die einfach noch cool, wenn man die jetzt irgendwo hinstellt. Ja. Ich könnte ja mal in die Kommis schreiben, wie ihr sie findet hier. Richtig geil. Ich finde die toll. So. Ich weiß jetzt gar nicht. Ist das hier schon die Limi? Nee, glaube ich nicht. Keine Ahnung. Hier ist eine halbtransparente Karte. Und zwar Peter Pekarik von der Hertha. Hertha bitte. Hertha BC. Die sieht man fast kaum hier, oder? Sieht man sie noch? Ja, ein bisschen. So, dann öffnen wir mal hier das Teil. Ja. Ich weiß gar nicht, warum es die Balltinsen mir nicht mehr gibt. Die sind richtig cool. Also. Schade, schade. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die Limi ist. Hier ist die Limi. Auf jeden Fall mal ein Schalker. Seht ihr schon? So, ich fange auf jeden Fall mal mit. Wartet mal. Ich muss erstmal hier alles. Das alles verkehrt herum, oder? Ah, ja. So rum. Die dann. So rum. Ah, ist ja alles auf dem Kopf fast. Hin und her. Na, das ist ja normal. Ein Haar im Mund. So. Dann fangen wir mal an hier. Hier haben wir Abräumer. So sahen die Karten 15, 16 aus. Und hier auf der Rückseite. Natürlich im Blau. Ja, das hier ist Bastian Otschipka von Frankfurt damals. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch da spielt. Keine Ahnung. Dann haben wir hier Max Christiansen von Ingolstadt.
Dann haben wir hier Severovic von Frankfurt. Hier haben wir Markus Suttner von Ingolstadt wieder. Dann haben wir Stefan Aigner von Frankfurt als Starspieler. Hier haben wir dann Moritz Hartmann, auch von Ingolstadt. Die sind aber oft vertreten hier drin. Hier haben wir Sven Schiplock vom HSV. Ja, jetzt in der zweiten Liga. Ermin Pikacic von Hoffenheim. 9 Millionen Marktwert damals. Hier haben wir Elfmeterkönig Dominik Strohengel von Darmstadt. Dann haben wir hier Spielmacher Pirmin Schwegler von Hoffenheim. Da ist noch eine Karte hinten dran. Dann haben wir hier nochmal von Darmstadt Luca Caldirola. Dann haben wir Starspieler von Hoffenheim Kevin Volland. Dann haben wir hier Benjamin Gorka, auch von Darmstadt. Bin gespannt, ob wir noch einen Bayern-Spieler hier bekommen, aber es sind ja noch ein paar Karten. Hier haben wir Simon Terodde. Ja, moin. Grüße gehen an Julian raus. Hier von Bochum. Jan Rosenthal von Darmstadt. Dann haben wir von Dortmund Lukas Piszczek. Hier haben wir von Düsseldorf Julian Schauerte. Schauerte. Ach du Gott. Na gut. Oh, hier haben wir Henrik Mkhitaryan vom BVB. René Adler, damals beim Hamburger SV. Hier haben wir Chinchi Kagawa von Dortmund. Da haben wir Sakai von Hamburg. Dann haben wir Julian Weigl, heute immer noch in Dortmund. Michael Gregoritsch von Hamburg. Hamburg, meine Perle, du wunderschöne Stadt. Okay, ich höre auf zu singen. Hier haben wir Neven Subotic. Hier haben wir Dominik Kor von Augsburg. Hier haben wir Daniel Didavi von Stuttgart. Hier haben wir Philipp Max von Augsburg. Dann haben wir hier Emiliano Insua von Stuttgart. Hier haben wir Dirk Orlishausen vom KSC. Dann haben wir hier ja Elfmeterkönig Paul Verhaag von Augsburg. Dann haben wir hier, Timo Werner, damals noch in Stuttgart hier. Was hatten wir da für Werte? Angriff 67, Marktwert 6,5 Millionen. Schüsse 30, okay. Dann haben wir hier Rubin Okoti von 1860 München. Dann haben wir Allrounder Florian Klein von Stuttgart. Dann haben wir hier Damir Greilach von Union Berlin. Dann haben wir Arthur Subiesch von Hannover 96. Hier haben wir Freistoßspezialist Chanalulu von Leverkusen. Hier haben wir Starspieler Ron-Robert Zieler. Dann haben wir hier Torjäger Karim Bellarabi von Leverkusen. Dann haben wir Osako von Köln. Jonathan Tah von Leverkusen. Hier haben wir dann Marc Rosakowski, ja moin, St. Pauli, von St. Pauli, André Ramalho
von Leverkusen. Oh, hier, Anthony Modest von Köln. Oh, hier, Kaiserslautern. Ach, du Gott. Chris Löwe. Was mit dem Verein passiert ist, echt schade. Hier haben wir Marcel Risse von Köln. Dann haben wir Brewers von Gladbach. Dann haben wir hier Simon Zoller, auch von Köln. Dann haben wir Alvaro Dominguez von Gladbach. Hier keine Bayern-Spieler? Ja, moin. Hier haben wir wieder von Kaiserslautern. Alexander Ring um die Eier. Hier haben wir Oscar Wernd von Gladbach. Dann haben wir hier Milos Jojic von Köln. Oh, hier haben wir Matchwinner Salomon Kalou von Hertha BSC. Ja, nicht schlecht. Dann haben wir Matchwinner Mattia Nastasic von Schalke 07. Dann haben wir Borussia Dortmund. Clubkarte. TSV 1860 München Clublage. Sprachenlernen Bubble. Ja, moin. Clubkarte natürlich. Dann haben wir hier SV Werder Bremen Clubkarte. So, das waren dann hier die ganzen. Der ganze Stapel. Und jetzt kommt noch die Lemmy. Und da haben wir. Ach, schade. Keine Gold. Aber eine Bronze. Und zwar Klaas-Jan Hundela. Ja. Von Schalke 04 damals. Angriff 89. Jo. 12 Millionen Marktwert damals. Ja, der war mal richtig stark auf Schalke. Ja, das war hier die Retro. Das Retro-Unboxing. So. Und falls ihr noch mehr so welche Videos sehen wollt, dann gebt natürlich ordentlich Likes nach oben, bis der Button blau wird. Und falls du noch kein Abonnent bist und dir mein Kanal gefällt, lass kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ja, da würde ich sagen, abonniert noch mein Instagram Kanal oder Account. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Livestream oder sonstiges. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bam!